Die unglaublichen Van Helsing Brüder sind zurück. Ihr werdet euch fragen, wo stehen die beiden rum? Wir hatten ja dieses unschöne Problem mit dem Goblin, aber das haben wir gelöst. Ich, das ist neben mir auch der Bacon Lorange. Hallo. Und das hatten wir gelöst und trotzdem ist leider ein Teil unserer Aufnahme ungefähr 50 Minuten verloren gegangen. Tut uns leid. Jetzt stehen wir halt mal wieder hier. Und warum wir noch hier stehen, hier oben am Kommandoposten, ist mal wieder ein Fragezeichen. Da bin ich halt, hatten wir da irgendwas beendet? Ja, wir hatten den Leutnant in Gefangenschaft beendet. Und schauen wir uns mal den Bericht an. Es gab 5 Todesopfer, aber es war ein Erfolg. Ja, ich habe neue Sachen bekommen. Ja, wahrscheinlich wieder jede Menge Gold. Ja, Gold und ein paar Gegenstände. Gegenstände habe ich jetzt nicht geschaut. Ich habe erstmal die toten Soldaten mal wieder nachgebaut. Und wir haben auch was verfügbar. Deswegen muss ich mal kurz noch von Igor Stark dem seine Levelpunkte geben. Ja, da hatten wir schon was. Und das schauen wir mal. Ich habe es ja so gemacht, dass immer das, was schon ist, da soll er auch noch besser drin werden. Bogenschütze, der ist ein Bogenschütze. Dann geben wir dem doch mal Bogenschütze. So, die neue Mission Aufruhr im Forschungslabor. 25 Minuten. Es wurde eine weitere Forschungseinrichtung entdeckt. Versuchsobjekte freigekommen, versiegelt, Türen werden nicht halten. Drin ist eine Armee von Abscheulichkeiten und wir müssen auf engem Raum irgendwie alles klären. Ein Albtraum von einer Mission. Wen senden wir denn dahin? Konnten wir da nicht immer... Gab es da nicht immer, dass die was dazu sagen, was sie davon halten? Ich habe es schon wieder vergessen. Hier unten wird mir der Petrov vorgeschlagen. Oder der sagt mir zumindest was. Dann habe ich den jetzt einfach mal losgeschickt. Ja. Kann nur gut werden. Da kann ich dir ja nicht wirklich behelfen, weil ich sehe das ja immer nicht. Richtig. So, ich glaube, wir haben noch eine Quest bei Dr. Dampf. Richtig. I see you have a broken but still extremely rare dreamer artifact in your possession. Would you like to swap it for something more useful? War das das Träumerartefakt, das nutzlos geworden war, weil wir die Tinte verlassen hatten? Von diesem einen Typen, der gesagt hat, ihr müsst nicht kaufen. Ja, machen wir. Ja. Yes, please. Toll. Was haben wir jetzt bekommen? Ich habe einen nicht identifizierten Ring bekommen. Stimmt. Oh, den der ist auch besser als meine. Ja. Den kann ich gegen den... Also als meine, nicht meine. Gegen den Deep World? Doch, das lohnt sich. Ich versuche gerade herauszufinden, wie konnte man das mit dem anderen... Steuerung. Steht da unten auch ganz klein drin. Ich weiß, deine Augen sind auch nicht mehr die besten. Aber für mich ist er nicht besser. Vielleicht hat Katharina nicht auch Ringe, die... Ah, genau, Katharina möchte ihn gerne. Die freut sich. Und bevor dann werde ich auch die anderen Sachen natürlich noch schnell austauschen, die mir gerade angeboten werden. Weil die sind auch besser, das ist nicht besser. Und dann verkaufe ich das nochmal, damit wir nicht zurück müssen. Und auch einen neuen Kopfschutz. Da wir gerade in der Stadt sind, Heiltränke. Hast du mittlerweile rausgefunden, wo man die kaufen kann? Nee, ich würde gerne aber eben nochmal kurz gucken. Der hat keine. Dr. Dampf hatte auch keine. Das war nämlich gerade eben meine andere Hoffnung. Ich warte irgendwie immer noch drauf, dass wir irgendwann mal endlich hier das zweite Tower Defense bekommen. Ja, das ist verzaubern. Der Arcadi ist nur ein Lagertyp. Genau, die ganzen Sachen, die wir nicht benutzen. Da hinten ist noch was Blaues, da laufe ich mal hin. Hier kann man, bei dem kann man nur zufällige Gegenstände kaufen. Das erinnert mich an, was war denn das? Ich glaube, Diablo 2 war das. Da konnte man auch zufällige Gegenstände kaufen. Ja, hier ist noch meine Chimäre ist gerade zurückgekommen. Meine ist noch unterwegs. Dafür bringt sie mir bestimmt viel tollere Sachen mit. Wahrscheinlich ist meine einfach schon länger unterwegs gewesen. It is time to use science for a good cause. Der hat nix. Ja, nee, also ich glaube, das hätten wir echt mal sonst mal nachgucken sollen. Ich glaube, man kann einfach keine Tränke kaufen. Ah, das macht auch gar keinen Sinn. Nee, das wird keinen Sinn machen. Das konnten wir bisher immer.
Dann müssen wir es wohl ohne Heiltränke irgendwie schaffen. Das ist nur der Erfinder, den wir eh nie nutzen. Ja, ich kümmere mich noch eben einmal ganz kurz um meine Chimäre. Ich gucke echt nochmal, vielleicht habe ich es nur verpasst, aber meine war eben noch unter... Ach, guck mal! Gerade jetzt kommt sie zurück. Das ist doch wunderbar. Und plärt mich wieder voll. So, du willst jetzt mal gefüttert werden, das sehe ich schon. Ja, ist ja gut. Njum, 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 njum. So, ich will natürlich möglichst viele Spezialgegenstände. Deswegen, geh mal bitte los. Kann ich direkt nochmal Sachen verkaufen, das ist schön. Ich habe einen Stufe 30 Ring. Den kannst du noch nicht... Ja, nicht wirklich. Okay, nee. Aber bald, vielleicht. Was ich hier gerade bekommen habe, ist alles... So, jetzt haben wir aber lang hier eigentlich genug rumgetingelt. Sollen wir mal in die tiefe Tinte? Natürlich. Denn wir müssen ja Stromkreise aktivieren. Wo? Im Uhrwerk. Ach, ja, genau. Genau, zum Glück angezeigt. So. Ja. Da ist das Spiel ja auch für alte Menschen wie uns ganz hilfreich. Ja. Aber wenn ich mal irgendwas nicht finde, dann mein Zivi sitzt ja hinter mir, der zeigt mir das notfalls. Ja. Der nimmt ja auch regelmäßig die Maus bei dir. Ja. Und wischt den Sabber ab. Okay, gut. Genug über private Sachen geredet. Ja, ihr seht auch, wir sind jetzt hier an einer ganz anderen Stelle mittlerweile schon, weil, wie gesagt, einiges verpasst wurde. Ja. Hat natürlich wieder alle Tasten vergessen. Rechts, links. Ja, dann gab es noch irgendwie ADS für die Upgrades, ja. Oder ADHS, was auch immer. Ja, das kommt dann später. Das war einfach. Ja. Kann man das Ding hier kaputt schießen? Nicht, schade. Ja, wollen wir hier vorne direkt zum ersten leuchtenden Feld? Wenn wir da durchkommen, ich bin da nicht so... Ja, vermutlich kommt man da nicht direkt hin. Alles wieder weg. Ich muss mich ja wieder umstellen von dem anderen Hack und Slay. Ja. Ja, das spielen wir aktuell ja auch. Ja, wir nennen keine Namen. Es gibt ja aktuell eine neue Saison. Genau, zu dem Zeitpunkt, wo wir aufnehmen, hat die Saison gerade erst vor kurzer Zeit gestartet. Ja, ist die Frage, ob gerade erst begonnen. Also wir haben schon wieder das Maximallevel erreicht. Ja, aber also ich bin noch nicht fertig mit dem Teil, den ich schaffen möchte. Aber gut, ist ja auch egal. Wie gesagt, wir spielen ja heute hier von Helsing. Ja, Ornithofton. Ja, und die Regiblusas, das sind meine Lieblingsgegner. Und ich könnte Heiltränke gebrauchen. Und ich bin tot. Das bin ich zum Glück noch nicht. Weil ich keine Heiltränke habe. Dann mache ich das halt mal hier alleine. Ich glaube, das nächste Mal, wenn wir in der Stadt sind, tappe ich mal eben raus und dann gucke ich einfach mal. Dann gucke ich echt sonst mal nach, weil ich vergesse es zwischen den Aufnahmen immer. Ja, dann musst aber halt du raustappen. Ja, ja. Oh, ein pneumatischer Ogermeister. Ich muss ein bisschen Abstand zu den Süßen halten, weil je weiter ich weg bin, desto mehr Schaden mache ich. Ja, also wenn ich mehr als 10 Meter vom Gegner weg bin. Ich weiß jetzt natürlich nicht, was 10 Meter sind. Ja, ich werde einfach bei dem Typen mal nicht in seinen Kreis laufen, den er hatte. Oh, ich weiß zwar nicht, was er macht, aber generell Kreise. Aber ja, also du hattest recht, Ornithofton, das waren auch so Lieblingsgegner von uns. Hier ist ein Schalter, ich drück mal. You know what bothers me the most? Those huge gears. Ja, in dem Fall macht es ja auch Sinn, dass du ihn gedrückt hast, weil den müssen wir für die Quest drücken. Wir wissen ja, manchmal ist es sonst nicht so gut, einfach den Schalter zu drücken, nur weil man es kann. Ich habe aber, finde ich, einen schönen Umhang. Ja, wie wollen wir zum anderen Teil laufen? Ich würde jetzt erstmal hier unten noch den Rest machen. Okay. Ja. Und fand das gerade nicht nett, was Van Helsing zu Katharina gesagt hat. Eigentlich wäre das ein Spruch für sie gewesen. Dann haut der so einen Knaller. Und bei mir hat er gerade eben nichts gesagt. Katharina hatte gesagt, dass ihr bei den Zahnrädern ihr Kopf anfangen würde, sich zu drehen. Und hat Van Helsing gesagt, dass das beim Zustand ihres Kopfes ja wohl nicht sehr schwer wäre. Ja. Oh, wir kriegen eine andere Aufgabe. Den Hauptingenieurschlüssel finden. Ja, laufen wir gerade in die richtige Richtung. Ja.
Retrieve the Master Engineer Key. Get close to the generator and all will take care of itself automatically. Vielleicht doch nicht. Aber es ist eine Kiste. Und hier sind auch Tintentore. Und die sind wahrscheinlich dann einfach dazu da, um... Oh. Oh. Ich bin... Ja. Ja, aber wir sind immer an einem gleichen Ort angekommen. Wahrscheinlich hätten wir durch... Naja, eigentlich gab es ja noch einen Durchgang, wo wir eben waren. Schauen wir mal. Aber wir sind jetzt recht nah an unserer anderen Aufgabe. Ja. Jetzt werden wir schon irgendwie alles hinkriegen. Ist da ja was? Oh. Ja, links, rechts, links, rechts. Was mir generell positiv auffällt im Gegensatz zum zweiten, ich meine, beim zweiten Teil hatten wir da am Anfang vor allem ganz starke Damage-Probleme. Aber das, also hier bin ich sehr zufrieden eigentlich. Ja, da habe ich auch das Gefühl, das ist eigentlich momentan. Ich hatte auch das Gefühl, im ersten Teil hatten wir extreme Damage-Probleme, weil ich habe dann mal später mir ein Video angeguckt beim Endboss, wie schnell der gelegt werden kann. Aber du hast ja eh wieder nur zwei Fähigkeiten wahrscheinlich. Da, ja. Wir haben den Key aufgesammelt. Und jetzt müssen wir noch den einschalten. Okay. Den Fluxgenerator. Ja. Ich verstehe. Ja, wer weiß, ob wir da nicht eine Zeitreise machen. Ja, aber dann reisen wir halt wieder einfach zurück und dann passt das schon. Ich würde sagen, wir laufen erstmal außen rum und gehen dann mal über so eine Plattform in die Mitte. Klingt gut. Du bist ja eigentlich eh der Nahkämpfer, von daher lasse ich dich sowieso eigentlich ganz gerne mal vorlaufen. Ja, weil das sorgt auch dafür, dass die Gegner halt nicht ganz unbedingt so nah an mir dran sind. Was ja, wie gesagt, für mich besser ist, weil wenn die Gegner 10 Meter von mir weg sind, mache ich mehr Schaden. Ja. Ich bin halt rein klasstechnisch natürlich nicht wirklich ein Nahkämpfer, aber ich bin mehr Nahkämpfer als du. Ja. Das heißt, ich darf immer hier alles abfangen. Oh, da war kurzes Leben. Oh, hier gibt's noch. Na super, die gibt's da unten. Ja, wir müssen nachher wohl auch nochmal zurück. Ja, wahrscheinlich. Weil eigentlich machen wir Pech haben, müssen wir sogar durch das Tintentor nochmal zurück. Für den zweiten Stromkreis. Ja, genau, wir machen ja eigentlich sonst immer alle Aufgaben extra. Also aber die hier ist was. Ah, nee, das ist der Generator. Don't just stand there. Blasted scientists. Von Storm said that everything would take care itself. Obviously it didn't. The improbability flux, whatever it is, has different settings for keeping monsters at bay. It's all gibberish. Are you silly, just pick one. Okay, dissonanzielle Mokulularretrofusion, Raumkortex-Fiasko oder Wirbelpseudosplitter. Das erste finde ich am schönsten, weil man es am schlechten aussprechen kann. Hast du auch wunderbar gemacht. Gewitter. Oh, ich glaube, das war jetzt gar nicht mal so schlecht. Outstanding. The improbability flux generator is operational. Thank you. And ja. Carry on. Ich habe halt genau verstanden, was da steht. Ja. Ja, ich denke, dann laufen wir doch jetzt hier gleich eben einmal in die Mitte, um zu gucken und suchen was da noch für schlimme Sachen sind. Ja. Oh. Die kamen aber schnell gerannt. Habe ich schon mal gesagt, dass ich Spinnen nicht mag? Nö. Dann sage ich jetzt, ich mag Spinnen nicht. Auch im echten Leben nicht? Ich bin jetzt niemand, der schreiend auf den Tisch springt. Aber ich muss aber jetzt du bist nicht auch nicht begeistert. Ja. Ich muss sogar zugeben, je nach Größe der Spinne hole ich dann den Staubsauger. Ja, nee, also große Spinnen müssen echt nicht unbedingt. Dann ja, ich denke, da müssen wir jetzt oben wieder zurück. Ja. Und dann den zweiten Stromkreis. Das war also nur ein Abstecher. Genau, aber es war halt jetzt eine extra Aufgabe. Und wie gesagt, wir sind hier so kleine Completionists. Ja, das merke ich sehr in meinem anderen Projekt, was auf jeden Fall noch läuft, während Van Helsing läuft. Witcher 3, da ist es auch mal wieder ein kleines Problem. Ja. Da muss ich mich manchmal... Also 300, 400 Folgen. Ja, ich reiß mich da jetzt echt schon langsam ein bisschen zusammen. Ich mache nicht mehr alles. Was? Kannst du nicht einfach Sachen auslassen? Aber manchmal verkacke ich auch die Quests.
Achso, du lässt deinen aus, wenn du ein, zweimal verkackt hast, dann sagst nein, du, nein, 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 aber bei einigen Quests, die kannst du halt mal verkacken. Also eine Quest habe ich sogar recht früh verkackt, weil ich sie nicht direkt gemacht habe, sondern erstmal woanders hingegangen bin. Und da ist dummerweise der Typ, mit dem ich sonst gekämpft hätte, gestorben. Der kommt hätte der nicht irgendwann neu? Sonst noch, nee, der hätte mir sonst später in der Geschichte eventuell sogar noch mal helfen können. Aber gut, ist jetzt halt so. Also kann es echt sein, wenn man eine Quest verkackt, wir sind hier an der... Oh, guck mal, die Tageskontrolle. Sehr schön. Ja. Haben wir noch mal was mit Zeitreisen? Die hast du jetzt angeklickt und ich sehe nichts. Nein. Du musst mir gleich berichten, was passiert ist. Ich hoffe ja, es kommt sowas wie von innen ist viel größer als von außen. Nee, sie reden eigentlich nur darüber, dass alles mögliche passieren kann, wenn man das da benutzt. Aber man kann hier glaube ich, noch lang rennen. Ach, da kann man. Ah, nee, echt? Das sah nur so aus. Gut, dann würde ich sagen, laufen wir doch zurück und versuchen dann auch mal dann irgendwann zu... Oh, ich dachte gerade, was Wichtiges ist passiert. Das ist alles wichtig, was wir hier machen. Ja, meine Schmiere ist gerade zurückgekommen. Ja, hör mir auf. Hier vorne ist sonst auch ein Tintentor. Wollen wir sonst hier mal rein? Ja, kann nur Gutes passieren. Dann kommen wir hier unten raus. Hier könnte dann der Typ mit der Zusatzquest eventuell stehen. Genau. Und ich glaube, da war eine Ebene über uns. Jetzt. Aber sehen wir gleich. Ja. Wir laufen hier einmal im Kreis. Ich habe Hoffnung, dass er da hinten kommt. Wenn mich mein räumliches Denken nicht komplett im Stich lässt. Ja. Nee, der ist nicht hier. Aber es kommt gleich noch eine Brücke. Ja, aber es ist sicherlich nicht verkehrt, hier mal eben kurze Gegner zu töten. Das auf keinen Fall. Ja. Ja? Ja, ich muss mich mal eben in die Stadt teleportieren. Ich bin hier irgendwie festgedingst. Ja. Okay, dann bleibe ich hier so lange. Ich war stuck. Aber das Gute ist, das lässt sich ja schnell beheben. Ich habe hier gerade was Interessantes auf dem Boden gefunden. Ein Tintentor. Gucken wir mal, was da passiert. Oh, da waren hier eben die extra Monster. Kiste. Ah ja. Du siehst, da hat sich doch auf jeden Fall... Okay, gut, die Belohnung. Jetzt so geht's so, aber... Die Kiste sah so toll und groß aus. Naja. Wir wollen uns ja nicht beklagen. Noch ein Tintentor. Ne, hier kamen wir... Ja, genau, hier geht's wieder zurück zum Anfang. Ich wirke immer so schwerfällig und du trippelst da so schnell voran. Ja, ich habe ja aber auch nicht so eine fette Rüstung an wie du. Also sagt, wenn ihr eine abwechslungsreiche Klasse spielen wollt, spielt nicht meine. Es macht ja Spaß, aber ich glaube, alleine würde das echt keinen Spaß machen. Naja, aber was man im Spiel halt so gut halten muss, generell gibt es halt jetzt mehr Klassen und das finde ich eine gute Sache. Und dann, naja. Halt ja, obwohl ich auch einfach teilweise das Gefühl habe, sie haben einfach die bisherigen Klassen halt die Fertigkeiten einfach nur minimiert. Die unterschiedlichen, du hast halt nicht mehr die Wahl wie früher zwischen mehreren Sachen. Aber es ist ja trotzdem, also es ist trotzdem ein Spiel, was mir Spaß macht, nur halt fürs... Alleinige Spielen hätte ich vermutlich eine andere Klassenkombination, also eine andere Klasse jetzt bevorzugt. Ja. So, wir machen erstmal alles weg, aber es ist auf jeden Fall was zum Klicken hier. Ja, das ist hier der zweite Teil des Quests. Excellent. Now get to the eastern section of the keep and power up the Dreamweaver with the control panel. Ja, später.